Die Farbe Grün kennzeichnet einen weiteren Megatrend, mit dem auseinanderzusetzen sich lohnt. Speziell in Deutschland ist dieser Megatrend verbunden mit dem politisch, wirtschaftlich und gesamtgesellschaftlich relevanten Thema Energiewende. Zweifellos gehört ökologische Nachhaltigkeit zu jenen Maximen, deren ökonomische Relevanz ganz allmählich begriffen wird. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund jener Grenzen des Wachstums, die der Club of Rome in neueren Untersuchungen gerade wieder erneuert und dokumentiert hat. Für das Beratungsgeschäft ist das ein Ansatz mit Zukunft. Allerdings neigen wir in Deutschland immer wieder dazu, bei der Suche nach technisch perfekten Lösungen die pragmatischen Ansätze zu vernachlässigen. Natürlich ist es richtig, bei neuen Gebäuden hohe energetische Standards umzusetzen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir damit nur ein kleines Segment abgreifen und für dessen Nutzer Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Gründen eine besondere Bedeutung hat, verbunden mit der Bereitschaft, dem Willen und auch den Möglichkeiten, für diesen hohen Standard auch zu bezahlen. Den großen Teil machen aber Bestandsgebäude aus, die nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand auf modernste Nachhaltigkeitsstandards gebracht werden können, bei denen aber man mit teilweise überschaubarem Aufwand deutliche Verbesserungen erzielen kann. Auf diese Weise kann man auch mit Bürogebäuden aus dem letzten Jahrhundert noch ganz vernünftig und energieeffizient über die Runden kommen. Allein das Nutzerverhalten stellt einen wichtigen Hebel dar. Berechnungen des Bundesumweltministeriums zufolge könnte die Energiewende in Deutschland allein zu 20% über Energieeffizienzmaßnahmen geschultert werden. Die Energiewende in Deutschland bietet dabei zusätzliche Chancen, speziell für die Immobiliendienstleistungsbranche. Dies fängt an bei der technischen Beratung, bei Bau oder Umbau von Immobilien, der Begleitung von Zertifizierungsprozessen, dem Betrieb von Gebäuden bis hin zu Mietvertragsgestaltung, Stichwort Green Leases, oder zur Bewertung von Immobilien. Neue Vernetzungen, zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Energieunternehmen, werden entstehen.